Kabam! Hallo und herzlich willkommen bei den White Russians. Ihr wollt wissen, was letzte Folge passiert ist. Eigentlich gar nicht so viel. Wir waren im Stripclub, haben uns nackte Frauen angeguckt. Danach waren wir noch ein bisschen feiern bei Sascha und Steppy ist mal ausnahmsweise zum Schuss gekommen. Hat er sich bestimmt drüber gefreut. Billy und Jojo haben ein etwas tiefgreifenderes Problem besprochen währenddessen. Und zwar, ob sie Gunfist jetzt an die Polizei ausliefern oder ob sie das nicht tun und sich damit eventuell den Arsch retten können oder nicht. Am nächsten Tag, genau, haben wir dann versucht, die Sache mit Gunfist klarzumachen. Ich glaube, das war's dann auch. So, dann waren quasi jetzt gerade die drei Protagonisten im wie heißt das Gedöns? Subjeda. Subjeda, im Subjeda haben wir gesessen, richtig. Und im Subjeda ist Jojo gerade auf die Toilette verschwunden. Dringendst sogar. Richtig dringendst, weil der Fisch hier wohl auf was gestoßen ist. Oder sehr schnell durchgeschwommen ist durch ihren Verdauungstrakt. Das passiert. Und ich hab eine Idee, Steppy. Okay. Ich bin freudig interessiert. Pass auf. Wir wissen ja jetzt momentan nicht, wo der Typ ist. Aber was wir haben vom Gunfist, ist seine Nummer. Das heißt, ich kann seinen Comlink ausmachen. Kranker Scheiß. Ja, und ich kann rein theoretisch, wenn ich mich auf seinem Comlink einhacke, kann ich unter gewissen Voraussetzungen da unseren Agenten... okay, einen Sprite. Psst, aber sag's niemandem. Einen Sprite uns fertig machen auf seinem Comlink. Und anschließend können wir feststellen, wo er sich gerade auffällt. Und auch über einen gewissen Zeitraum können wir festhalten, wo er sich auffällt. Wenn wir dann noch herausfinden, dass er irgendwann mal alleine ist oder sowas, wäre das echt super. Weil ich weiß nicht, mit was für Typen sich jetzt so ein Shadowrunner umgibt. Naja, wir wissen ja, dass sein letzter Kumpan jetzt erstmal über die Wupper gesprungen ist bei seinem letzten verpatzten Run. Naja. Das heißt, wir haben eigentlich, denke ich, ganz gute Chancen, dass der momentan sich nicht mit so viel Crowds umgibt. Und selbst dann, denke ich doch, muss der Typ irgendwann mal schlafen gehen. Und wenn der dann irgendwo in den, keine Ahnung, wo der dann unterschläft, aber wenn der irgendwo in Juschnoev schlafen sollte, ist es Juschnoev? Ja, doch. War doch, ne? Oder Sokol vielleicht. Juschnoev, Sokol, irgendwo da. Oder vielleicht sogar in Bergovoy. Oder Jofrinov. Jofrinov könnte ja auch sein. Wissen wir überhaupt nicht. Müssen wir dann gucken. Dann könnten wir rein theoretisch eben einen Hausbesuch abstatten. Aber zumindest würde ich gern versuchen, ihn dank seines Comlinks zu lokalisieren. Jo, Das heißt, mein Freund, du musst auf mich aufpassen, auf mein Meatbody aufpassen. Duh. Touch mir nicht wieder an die Brüste, bitte, ja? Ich kann nichts versprechen. Okay, gut. Gut, okay. Tust du, als würdest du es nicht mögen. Psst. Verrat's nicht jedem. Das soll nicht jeder wissen. Ne? Persönliches Geheimnis. Ja, gut. Do your thing. Wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr. Weil ich habe. Ja, ich auch. Ich möchte nicht mal wissen, was mit meinem Bruder passiert. Ja, das möchte ich noch nicht mal wissen. Ich kann es mir grob vorstellen. Das ist eigentlich schon mehr als genug. Gut. Wir müssen einfach nur wissen, wo der Typ jetzt ist. Und dann hauen wir da ja. Geh mal hin. Jo. Das heißt, an der Stelle wende ich mich der VR zu und bewege mich durch die Myriaden von Devices in der Matrix rings um uns herum und per Matrix Perception finde ich den Comlink von Gunfist. Jo, Persona, ne? Die Persona ist quasi sein Echtbild, aber aufgewertet mit ein paar Items von True Epic Gunstars, dem dämlichen Spiel, was übelst gehypt wird, diesem Shooter. Das heißt, er hat natürlich einfach mal eine Full-Body Super Space Plate Armor of Death und ein Giga Hyper X Aktiv Laser Mega Kuhgewehr auf zärtlicher Zander, irgend sowas. Weißt du, er ist halt einfach episch. Ich hoffe, das ist nur sein Aussehen und nicht seine Ausrüstung. Ja, denke ich. Ja. Dass das die Tung ist. Also das, wenn du dann kurz dir das Comlink ansiehst, das ist also so die Hälfte des Prozessors wird damit aufgebraucht, der Prozessorleistung, dass er halt dieses tolle Bild da darstellen kann. Okay, das heißt, der Comlink ist gut beschäftigt schon einfach mal. Mhm. Okay, dann werde ich mich mit meiner Instagip-Ausrüstung auf Capture the Flag in meiner schnell animierten Ultra-Space-Ausrüstung dieses Spiels
Heranschleichen, einen Wallbounce ausführen mit einem Rückwärtssalto und einen gezielten Instagib-Schuss auf den Comlink ausführen, um mein erstes Mark zu setzen. Es gibt nur eine wichtige Frage. Ja. Hat sie dabei einen Bikini-Mail an? Natürlich. Wieso ist das eine Frage? Ich meine, unsere Zuhörer müssten doch jetzt schon wissen, dass das ja wohl Voraussetzung ist. Fanservice. Okay. Gamers ist schon toll. Okay, jo, Insta-Dings-Schuss auf Penis ist klar, passt. Insta-Gib, ja. Du zielst mit deinem Rückwärts-Bounce-Wall-Shit dabei noch so gut und drückst aus Versehen den Abzug zweimal, dass du direkt zwei Marks auf seinem Comlink hast, weil... Oh, snap. Der Comlink hat überhaupt keinen Schutz auf gut Deutsch. Ganz schlechter Runner. Na, also das größte Problem dieses Hacking-Angriffs ist tatsächlich, dass er sich in einem Gebiet aufhält, wo schlechte Verbindung ist. Ansonsten ist es ein ziemlicher Witz. Gut. Du, ich weiß es nicht, sorry, dass wir ins Beta-Game jetzt kurz gehen, aber wie du das machen willst mit dem Sprite-Compile und mit dem, ich hätte es beinahe Drain gesagt, Drain ist natürlich falsch, mit dem Fading, das wirst du mir dann alles gleich noch offerieren, denke ich. Also du hast jetzt Zugriff auf seinen Comlink und wenn du einen Sprite beschwören willst, sagst du mir bloß, ich habe das ja vorher schon ausgewürfelt, du hast mir es ja geschrieben, dass du es machen möchtest, sagst du mir nur, welche Stufe der Sprite haben soll oder welches Level und machst noch eine Geilon-Beschreibung, wie du den halt kompilierst und ich sag dir, wie er aussieht und alles. Moment, ich muss gerade mal eben, ich habe einen Compile, okay. Mit meiner das musst du alles gar nicht würfeln, das habe ich schon gemacht. Nee, ich bin nur am Schauen, wie viel, weil du ja sagst, wie die Stufe ansagen. Ich denke, according, also sprich, in Relation zu meinen Werten, würdest du mir zutrauen, dass ich eine Resonanz, beziehungsweise eine Resonanz, sag ich, einen Compile von 3 ohne extremste Probleme hinbekomme, aber so, dass das Ding definitiv mir den offen hält für 8 Stunden, denn an einen Service halt im Endeffekt brauche ich. Ich glaube, das sind 2 Fragen. Also ein 3er-Sprite schafft das auf jeden Fall und statistisch weißt du ungefähr, wie es aussieht. Also es ist eigentlich schon machbar. Okay, dann würde ich einen 3er-Sprite anstreben. Mach mal Beschreibung. Ein Dienst ist ja kein Akt. Okay, nachdem Sibylle im Comlink gelandet ist, manifestiert sich vor ihr der Source-Code der Matrix in mannigfaltiger Vielfalt. Zu einem Wirbel aus Daten, die sie mit der Hand anfängt zu formen, also mehr durch die Bewegung ihrer Hände, quasi wie als würdest du so einen Wasserwirbel anfangen zu drehen und zu wenden. Und dann, wie eine Tonkugel man quasi auf dem Drehbrett hat, fängt es an, aus dem Source Code nach und nach die Stücke des Sprites heranzumanifestieren, hört sich scheiße an, oder? Also das Sprite zu manifestieren und immer wieder bittend an die Matrix die Aufgabe quasi, die verlangt wird von dem Sprite, heranzutragen und immer wieder wiederholen, wie in einem Sing-Sang-Kanon-ähnlichen Ding. Allein ein Kanon-Singen ist auch interessant. Aber nichtsdestotrotz dieses Mantra herunterpredigt und dabei quasi die Wirbel der Matrix-Source-Code sich immer mehr manifestiert zu diesem Sprite. Okay, ach ja, das habe ich vergessen zu sagen. Deine Marks waren ja super mega hyper Nanitenschüsse, die sich dann in die Blutlaufbahn des Typen, also in die Persona da gedingst haben und deswegen dann in dem Körper eine Mini-Version von deiner Persona, quasi von dir, so in ihn reingebaut haben. Du stehst also jetzt in seinem Herzen. Und als du den Sprite beschwörst, und dabei immer wieder ein paar Erythrozyten, Thrombozyten, das einfach auszusprechen, ausweicht. Blutplättchen, ja, das geht auch. Manifestiert sich dann dieses Wesen vor dir und hiermit habe ich die Erinnerung, dass ich das mal irgendwie auf unserer Seite noch verlinken muss. Pam. Und die ganzen kleinen Ästelungen, die du da siehst, laufen jetzt auch durch das Blutsystem der Persona quasi und breiten sich darin aus. Ist das ein Baum-Teletubby? Das ist auf jeden Fall ein übelst geiler Baum-Teletubby. Wenn ich mal einen Garten habe, was nie passieren wird, dann steht so ein Ding da drin. Cool, ja, cool, cool. Hä, wo seht ihr diesen Baum-Teletubby? TS-Link. Genau. Ah, ich blend. Ah, okay. Das ist ein Baumfee. Ja, eigentlich, ja. Oder Triade. Schön, perfekt. Hallo, kleiner Sprite. Klein? Ich bin nicht klein. Ich bin groß. Du bist klein. Ich bin klein, okay. Hallo, großer Sprite. Dankeschön, Dankeschön, das will ich doch auch meinen. Wie geht's dir heute denn?
Ich weiß nicht. Weißt du, wie schwierig es ist, diese Datenverästelung abzubauen, zu dir zu kommen und hier wieder anzuheften? Ich hoffe, ich muss mich nicht nochmal bewegen. Das wäre wirklich anstrengend und ich will mich eigentlich gar nicht anstrengen. Wo ich herkomme, gibt es eigentlich keine Anstrengung. Aber in deiner Welt gibt es Anstrengungen. Das verwirrt mich ziemlich. Deswegen muss ich mich heute nochmal bewegen. Nein, nein, du bleibst genau hier, wo du bist. Du machst das wunderbar und ich danke dir recht herzlich, dass du hier bist, mein Großer. Ich finde das klasse, dass du dir Zeit nimmst für mich. Ich bin sehr dankbar. Pass auf, du musst einfach nur hier bleiben und ich werde ab und zu mal einfach bei dir nachfragen, wo jetzt gerade du dich aufhältst, okay? Und dann zeigst du mir gerade einfach auf der Map an, auf der Karte an, wo du gerade dich befindest, okay? Kannst du Okay, das? ja, das ist überhaupt kein Problem. Und als Gegenleistung erzählst du mir irgendwann mal warte, ich habe da ein Wort gelernt von jemandem, der mich schon mal gebraucht hat. Das war so ein ganz anderer Typ, aber das ist vermutlich vollkommen unwichtig für dich. Erzählst du mir ein peinliches Geheimnis von dir mal irgendwann? Ein ähnliches Geheimnis von mir. Ein peinliches. Ach, peinlich, eine peinliche Erinnerung aus meiner Jugend. Ja, mir sagte jemand, das bedeutet, dass es dir unangenehm ist. Also nicht schön, also irgendwie uncool. Und deswegen will ich sowas wissen, ja? Okay, gut, kein Problem, das machen wir. Wie heißt du eigentlich, Sprite? Ich darf dir doch einen Namen, darf ich dir einen Namen geben? Naja, Namen. Mich hat schon mal jemand gefragt, wie ich heiße. Aber ich habe keine Ahnung. Ich kenne keine Namen. Die stellen sich auch immer alle vor und ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Die bezeichnen sich zum einen als Mensch manchmal oder als Ork oder als sonst irgendwas. Und dann geben die sich aber noch einen anderen Namen. Und ich frage mich, warum braucht man zwei Namen für das gleiche Ding? Ja, wir sind ein bisschen komplizierter. Wir sind nicht so simpel und gut gehalten, wie das bei euch ist. Das stimmt schon, da gebe ich dir natürlich recht. Na gut, pass auf. Du bist einfach mein Freund. Kennst du das Wort Freund? Nee. Das heißt, dass man jemanden mag, dass Okay. man die Nähe von etwas gerne um sich hat. Okay, warte, ich glaube, das verstehe ich. Er zieht dir beliebiges Porn-Video aus der Matrix. Ich habe da noch ganz andere, okay. Aber guck mal hier, bei dem Boolschen Intervall ist es einfach so, bei 0 ist nein und bei 1 ist ja. Und du bist eine 1. Ich bin ja. Ja. Du bist ja, genau. Hey, ja. Okay, das verwirrt mich, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, das war was Gutes. Hey, Ja. hey, hey, Genau, du hey. hast es. Du bist gut, du bist angenehm, du bist ein Freund. Du hast es. Ha, angenehm, verstehe ich. Alles klar. Perfekt. Gut. Ja, pass auf, ja. Ich muss jetzt hier wieder los. Du hältst mir bitte die Verbindung hier offen zwischen uns beiden. Ich werde dich ab und zu mal anfragen, bestimmt. Und eventuell, wenn du dafür Zeit hast und kannst, dann kannst du mir vielleicht eventuell sogar noch Daten von dem Comlink von ihm zuschicken oder irgendwelche kleineren Sachen hier, die du sowieso Zugriff drauf hast, für mich durchziehen. Okay? Mal gucken, das kann ich vielleicht machen, mal sehen, wie weit meine Ästchen reichen werden. Perfekt, dank dir vielmals. Okay, dann pass auf dich auf. Wir hören, ne? Ich bin jetzt erstmal wieder zurück. Natürlich, natürlich. Soll ich noch einen Drain würfeln oder so irgendwas? Ach Oder so, ein das habe Fading? ich schon wieder vergessen, habe ich nämlich auch gemacht. Das Ganze war relativ anstrengend und du fühlst dich ein wenig kopfschmerzig, aber es ist nicht wirklich spürbar. Es ist eher so ein bisschen unangenehm wie, ja, okay, ich schüttle jetzt mal die Müdigkeit ab, indem ich noch eine Cola trinke und dann ist easy. Gut, Energy Drink oder Cola, scheiß drauf. Ja, irgend sowas halt, ne? Ja, okay. Bestelle ich mir dann auch gleich natürlich. Und ich ziehe aufs AR jetzt, wo Ja sich gerade im Comlink befindet und zeigt es zu Steppy schon mal. Gut, dieser hat natürlich seine Hände an ihren Brüsten. Du Arschloch. Nimm die weg, Mann. Das braucht nicht jeder sehen hier in der Öffentlichkeit, Mann. Verdammte Hacke, hey. Mist, da war ja was. Ja, weißt du denn, wo er ist? Bing, bing, da. Ach so, warte, Co-Sketch. Gleich, gleich, Mach gleich, mal. gleich, gleich. Mach mal einen roten Kreis. Fuck you, ich mach Kreuze. Ja, ich habe gelernt, dass es so ein 50-Meter-Radius ist, den man so grob hat, mehr oder weniger. Und mach mal klar noch ein Kreuz, wo wir uns gerade befinden, bitte. Mit Rot vielleicht. Das geht nicht. Ich habe Oder? jetzt nur die halbe Karte drin, damit man das größer sieht. Ihr seid, Oh. glaube ich, immer noch irgendwo in Donskoi und damit verdammt weit weg. Oh, shit. Ja, der ist Moment. in Bergovoi. Meiner treu. Bergovo ist Das. eigentlich ausschließlich oder so gut wie ausschließlich Fabriken. Dort lebt eigentlich keiner, außer in dem D-Gebiet. Und Also, was da für Leute leben, Scum. ist ja klar. Scum. Scum und Arbeit halt. Nur Okay, das ist es. passt. Steppy, kennst du das Gebiet da? Kennst du dich da aus? Weißt du, wie wir hinkommen? Hinkommen komme ich auf jeden Fall auskennen. Boah. Naja, du bist doch Fahrer, Mensch. Du Ich musst dich denke doch mal, das kriegen wir auskennen, hin. oder?
Ah, doch, das kriegen wir hin. Moment, wir sind in Bergovoy, richtig? Nee, ihr seid in Donskoy und damit ganz Süden. Oh. Du hast ja die Karte. Naja, ich hab's gerade nochmal aufgemacht hier. Ich such grad Donskoy hier. Ah, da unten. Ach du Scheiße, bei der. Dort, wo ihr lebt halt, ne? Na gut, ich bin eher bei 7. Ne? Also da zwischen 7 und 3 im Endeffekt. Ja, schon klar, aber trotzdem werdet ihr ja einen Subjeda genommen haben, was in eurer Wohnortnähe ist und nicht irgendwo anders. Ja, stimmt schon. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich im Endeffekt einmal komplett rechts herum gegen den Uhrzeigersinn hoch, ne? Also alle. Ah, alle... oder links. Ja, nee, links fahren wir auf jeden Fall durch ein B-Gebiet durch. Wenn wir durch 8 wollen, bei Pratjevo, dann wäre da direkt das AA-Gebiet. Da wollen wir ja definitiv nicht durch. Da ist ein C-Gebiet, dann kommt ein B-Gebiet auf der rechten Seite oder auf der linken Seite ist das A-Gebiet. Da fahren wir definitiv nicht durch. Da wird Jojo mir wieder aufs Dach steigen. Da fahren wir garantiert nicht durch. Also wir müssen jetzt im Prinzip von unten, wo wir sind, in Donskoy, gegen den Uhrzeigersinn hoch, sämtliche B-Gebiete vermeiden, da sind keine B-Gebiete, sehr gut. Das Z-Gebiet vermeiden, ich denke, das ist nämlich auch scheiße. Und ja. Ich frage mich gerade, wo du ein Z-Gebiet siehst. Nicht im oberen Teil der Karte. In Schofrinov, nee, Moment, nicht im oberen Teil, nee, in... In Schofrinov ist ein Z-Gebiet und dort kannst du mit dem Auto meistens gar nicht durchfahren, einfach weil der Boden recht brüchig ist, Katastrophe und so. Achso, ja, ich bin noch gerade im Uhrzeigersinn gegangen und er ist ja gegen den Uhrzeigersinn, meiner Gott. Ja. Was ist denn über Donskoy die 5? Wird, warte, dann musst du die Karte aufmachen. Das ist dann auch Schofrinov, oder? Dim, 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 ja, ist es. Okay, gut, ja. Das ich habe bloß immer 2 Teile zusammengelegt, weil mir es einfach zu blöd war, noch so viele Stadtteile zu machen. 12 reichen ja wohl. Nee, ist ja okay. Das war jetzt nur wegen der Farbe. Die 4 hat eine andere Farbe als die 5. Deswegen war ich jetzt leicht verwirrt, ob das jetzt auch was anderes ist. Aber das ist okay. Ja, gut. Das kommt, weil ich die Karte bei Wikipedia rausgesucht habe. Okay. Ja, ist okay. Mit Google Plus wäre es sogar einfacher gewesen, beziehungsweise Google Maps. Google, Google! Okay, gut. Das heißt, wir müssen da hoch in das Gebiet in Bergovoy jetzt. Genau. Oder fällt dir eine bessere Idee ein? Also ich meine, wir hatten ja vorhin gesagt, ob wir nicht irgendwie noch vielleicht den Typen zu uns bestellen in den Stuffer Shack, den Jojo klar machen wollte. Das hätte den Vorteil gehabt, dass er auf einem nicht in seinem Home-Turf wäre. Ja, aber wir haben ihn jetzt natürlich direkt zu Hause mehr oder weniger übernehmen. Ja, aber da erwartet er uns auch nicht, ne? True. Da wissen wir nicht, was da los ist. Das heißt, da müssen wir vorsichtig sein, ne? Was ist das? Der Vorteil der Sache ist, da ist irgendwie nichts los. Ja, das du weißt. Ja. Entschuldigung. Nee, hau rein. Ich sag nur, die Pfeile bedeuten, wenn er sich bewegt und so, ne? Okay, das heißt, der ist gerade auf dem Marsch. Zu schnell für zu Fuß und eigentlich auch zu schnell für Auto. Das heißt, er ist mit der Metro unterwegs. Keine Matrix, also doch Matrix-Verbindung in der Metro, aber nee. Oh, klar muss. Nee, aber er ist nicht mit der Metro unterwegs. Also zu schnell für zu Fuß und zu schnell für ein Auto? Na, Monorail halt, ne? Ja, okay, Monorail. Und da oben ist Matrioschka auch in Chofrinol. Ach so, nee, leider nicht. Die wurde umgesetzt. Das muss Flumi irgendwann nochmal berichtigen. Okay, gut. Kein Problem. Es steht halt nur, deswegen frage ich. Mhm. Okay. Das ist kompliziert. Der Typ ist auf dem Marsch. Wir müssen also... Puh, das wird kompliziert, Mann. Nicht wirklich. Da müssen wir einfach nur hinterher gucken, wo er hin möchte. Und vielleicht können wir ihn sogar abfangen. Muss nur wissen, wie die Straße geht. Bergovoy ist C-Gebiet, da kann man auch nicht so einfach über einen Haufen ballern mit Gel geschossen und dann einfach mal so ins Auto mit wie beim Drive-By einpacken, oder? Ich meine, da wird auch nicht ins Auto einsteigen, wenn wir jetzt sagen, hier Kind, willst du Candy haben? Hier bisschen Süßigkeiten, steigt er auch nicht bei uns ins Auto ein. Dafür braucht ihr einen Rapist-Van. Ja, und Rapist-Ausrüstung, die Sunglasses und den... Rapist-Glasses und Pedophile-Beard. Ja. Und noch die Schirmmütze. Oh ja. Ja, die muss sein, hast recht. Ja, nee, wir, die White Russian, haben nichts gegen Pädophile. Hä? Doch, Hammer. Hast du auch Menschen? Scheiße, das muss ich raus. Wir von den White Russians haben etwas gegen Menschen. Ja, richtig. Das lässt du drin. Ancient Orange, okay. Ja, also ich denke, wenn der Typ jetzt auf dem Marsch ist, hier zwischen 1 und 2, beziehungsweise hier zwischen von da, wo er... Ich meine, wenn wir quasi in seiner Wohnung auf ihn warten, bis er zurückkommt, dann können wir aber auch vielleicht zum Schluss Ewigkeiten auf ihn warten. Genau, Fuck, darum. Mann. Also
Im Moment wissen wir, wo er ist. Dann müssen wir mal gucken, dass wir... Ich meine, da ist überall C-Gebiet. Das heißt, es ist eigentlich Jacke wie Hose, selbst wenn er da leben würde. Jo. Mein Gott, der ist ja richtig unterwegs. Das ist jetzt scheiße, ne? Vielleicht möchte er ins D-Gebiet. Tatsächlich ist das vielleicht langsam, dass ich hier los müssen. Dann müssen wir den Jojo einpacken und dann ab. Ach, jetzt ist er noch da hoch. Guck mal, jetzt wird er noch da hoch ins... Ja, ja. Ich sehe gerade. Im besten Falle geht er ins D-Gebiet. Dann haben wir ihn natürlich am Arsch. Warte mal ganz kurz, was ist denn da? Ja, pass mal auf, am Arsch. Das sind Turfs, mein Freund. Ich weiß jetzt nicht, was für Turfs das sind, aber... Ja, auf der einen Seite. Ja, aber das sind... Ich weiß nicht, kennst du dich schon aus, was für Gangster unterwegs sind da oben? Also ich denke jetzt Outgame, dass das waren doch hier oben die Dings. Fleischer. Fleischer, genau. Fleischer, nicht auch okay, aber genau. Die Fleischer. Ja, um die ist es nicht schade. Ja, aber die sind böse, Mann. Wir haben Jojo dabei. Ja. Wir haben eine 1,50 große Frau, die bunt ist. Yay, die hauen alle ab, wenn die sehen. Kampfdackel. Unser Bluthund, der muss bluten, der Hund. Ich sehe es kommen. Im schlimmsten Fall müssen wir den sogar irgendwo raushauen oder sowas. Ach, du hattest, by the way, Esel, du hattest beim letzten Mal noch eine Frage an mich, die ich nicht beantwortet habe. Ganz klare Antwort. Natürlich geht Sibylle auf Partys aufs Männerklo, weil es leer ist und weil sie stehen pissen kann, aber sonst in der Öffentlichkeit geht sie natürlich aufs Damenklo. Bam. Das war Flummis Frage, nicht meine. Ach so, gut, dann war es Flummis Frage. Aber das hört sie dann irgendwann. Mhm. Oder sie fragt mich nochmal. Das machen wir dann off-Record. Ja. Mensch, muss ich jetzt auf die Toilette hinter Jojo herrennen oder was? Ich merk's fast schon. Das ist irgendwie... Oder wissen wir denn, wo der Staffer-Check war, den Jojo anrufen wollte? Wissen wir nicht, ne? Nö. Fuck it. Tja. Also, jetzt losfahren und sie auf dem Klo sitzen lassen, das können wir ja auch nicht bringen, oder? Das wäre ja scheiße auf gut Russisch. IT wäre scheiße. OT läuft er uns gerade sonst wohin. Ja, was heißt sonst wohin? Ich meine nicht, dass der jetzt ins B-Gebiet auf dem Weg ist oder nach Sokol. Das wäre lustig. Ich meine, Sokol ist eigentlich auch Jacke wie Hose, weil da ist auch nicht sehr viel mehr los. Da ist sogar weniger los, weil da gibt's vielleicht, weil da gibt's nicht mal ein A-Gebiet. In Bergoyo, Bergoyo, da gibt es ein A-Gebiet. Ja. Relativ nah dran ist er da momentan auch. Ich wüsste auch gerne, warum er so fliegt. Kann ich denn mithören, was gerade bei ihm, ob da gerade was gesprochen wird in seiner Umgebung über den Comlink? Nee, wird nicht. Und also doch wird, das ist Monoray-Gequatsche halt, das ist das Übliche, er selbst spricht nicht. Okay. Achso, ja klar. Du kriegst aber sogar mit, dass sein, oder du siehst einfach, dass sein Comlink gerade auf Schleichfahrt fährt. Und doch ein was sagt er, und zwar... irgendjemand fragt, ey, wollen wir dann später noch ein bisschen twittern? Und er, Gunfist twittert nicht. Dies war eine Schleichwerbung für Machete. Bitte guckt euch diesen Film an. Guckt euch nicht an. Jo, ihr werdet Hirnblutung bekommen. Vor Spaß. Du hast Angst vor zu viel Spaß. Richtig. Ich spiele ja auch einen Charakter, der absolut immer zu viel Angst vor Spaß hat. Absolut, ja. Stimmt. Machete doesn't tweet. Ja, das heißt, pass mal auf, was finde ich denn noch für Daten so bei ihm auf dem kommenden Krummwuseln? Ich meine, ich kann mich ja da ein bisschen umgucken jetzt gerade. Ich habe ja quasi Zugang gerade drauf und kann ja mit Ja mich mal kurz schließen, ob er irgendwelche interessanten letzte Zugriffsdaten zum Beispiel hat, die er sie es mir auf den zur Verfügung stellen kann. Ich überlege gerade. Das Comlink wurde vor einer Woche gekauft. Es ist so gut wie nichts drauf, außer dem üblichen Kram halt, aber nichts wirklich Interessantes. Schande. Er hat sich ein bisschen Musik runtergeladen. Letzte Nummer, die er angerufen hat? Niemand. Keine Niemand. Anrufe bekommen, keine Anrufe getätigt. Das ist ein fucking Wegwerf-Comlink. Ja. Aber trotzdem rendert er sich den Ultra-Space-Anzug zum Zocken. Den sieht ja auch jeder da, ja. Hallo, wenn dem jemand entgegenkommt und er hat nicht seinen Space-Anzug an, was sollen die Leute denken? Ja, stimmt schon. Und den kann man sich runterladen, von daher ist easy.
Hol mir einen runter, hol mir einen runter, hol mir einen Apfel runter. Gut. Ja, ich weiß nicht, wenn wir jetzt bei dem nichts auf dem Comlink haben und Jojo immer noch das Tötö bewacht, dann, weiß nicht. Die ist auch mit ihrer Karre hier, das heißt, ja? Soll man den mal anrufen? Ich meine, wir können den ja anrufen, einfach jetzt mal, ja, wir wissen aber nicht, wo der Scheiß, fuck ist, der Stuffer-Scheck. Pass mal auf. OT-Frage. Können wir, Jojo, die gerade auf dem Topf mit Durchfall sitzt, eine Textnachricht schicken und sie fragen, in welchen Stuffer-Scheck wir quasi den Typen bestellen sollen? Ihr bekommt keine Antwort. Okay, scheiße. Gut, ja, schon wieder. Was übrigens komisch ist, weil sie da ungefähr seit 10, 15 Minuten hängt oder so. Das würde ich mir Sorgen bereiten. Wir erinnern uns, dass sie Probleme hatte. Ja. Ich verabschiede mich kurz von Steppy und ich gehe auf die Damentoilette. Jo. Verabschieden ist gut. Du hast einen Steppy, bei mir, du bleibst einfach drauf. Ja, Steppy, bleib mal da sitzen. Ich bin gleich wieder da aufs Damenklo. Ja. Sollst du ja nicht drauf gehen. Du bist ja eh schon Frauenschänder. Wenn ich runterguck? Ja. Ja, wenn ich gerade ein Nickerchen mache, mir an die Brüste fasse, was glaubst du, was die Leute denken? Auch hier. Dass sie zusammen sind? Ja, naja, okay. Kann ich jetzt nichts gegen sagen. Hast du recht, Schatz. Also bis gleich. Bis gleich. Gut, ich gehe in die Damentoilette. Jojo? Keine Antwort. Du hörst aber irgendwas mehr oder weniger rhythmisch auf den Boden schlagen und einer ihrer Schuhe guckt unter einem der Kloabteile hervor und krampft. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist, was? Ich renn hin und ich versuche die Tür irgendwie aufzumachen oder, weißt du, mit einem ein Nühenstück quasi an der Toilettentür die Verriegelung aufzudrehen. Ich glaube, das ist rhythmisch, lang. Das ist achso, die hat einen Anfall, Mann. Oder die masturbiert. Eins meinst du, das wäre rhythmisch? Oder Masturbation oder keine Ahnung. Also ich mach die Tür auf und guck, was mit dir los ist. Okay. Übrigens war das mit dem Geldstück eine ziemlich kluge Idee. Jo, Krampfanfall, keine Masturbation. Na, schade. Mensch, da hat man einmal gehofft. Also gut, ich guck, dass ich sie irgendwie stabilisiere. Also die Zunge, hat sie keinen Schaum vor dem Mund oder irgendwas, ne? Sie hat keinen Schaum vor dem Mund, sie liegt bloß halb auf der Schüssel mit dem Kopf, noch zum Glück. Und mit den Armen und den Beinen schlägt sie halt ziemlich heftig auch auf die Fliesen. Fuck, Alter, ich heb ihren Kopf fest und ich schreie aus dem Klo raus, Steppy! Und ich schicke ihm über, komm sofort hier rein, verdammt. Ja, unterwegs. Vorwiegend nimmt das halbe Restaurant mit, weil, Also, Sibylle ist panisch. Sibylle ist extrem panisch gerade, weil sie. Ja, weiß, eben, warum ist er so schnell unterwegs? Weil er sich vorstellen kann, wenn sie panisch ist, dann ist irgendwas scheiße. Vielleicht hat sie den Fingernagel abgebrochen oder so. Vielleicht muss sie mit Jojo aufs selbe Klo, da war sie auch schon mal panisch. Ja. Nee, mit Steppy aufs selbe Klo war ich panisch. Ich glaube nicht so. Ist auch egal. Er ist unterwegs und stürmt ins Frauenklo, ungeachtet möglicher Blicke oder Kreische. Alter, helf mir, verdammt. Die hat einen Anfall. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist, verdammt. Ja, ich guck sie mir mal an. Was ist mit ihr los? Außer dem Offensichtlichen, sage ich jetzt einfach mal. Naja, sie hat einen Krampfanfall. das ist schon erstmal das Wichtigste. Das heißt, ich weiß gar nicht, was man da gibt. Muss sie halt irgendwie ruhig stellen, das ist das Wichtigste. Ja, es kommt halt drauf an, was sie tatsächlich hat, wenn die jetzt einen Krampfanfall hat oder ob sie jetzt einen epileptischen Anfall hat. Ein epileptischer Anfall ist ein Krampfanfall letztendlich. Who cares? Ruhig stellen ist eine gute Idee. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie erstmal so hinkriegen, dass sie, wenn sie sich übergeben muss oder sowas, das ist erstmal nicht rein, aber das weiß Sibyl ja schon offensichtlich. Naja, also bei Krampfanfällen reierst du halt fast nie, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass ihr Kopf festgehalten wird, damit der nicht auf den Fliesenboden klatscht. Das mache ich ja. Genau. Währenddessen sag ich ihr von wegen, halt sie fest, ich hol ein Beruhigungsmittel aus meinem Zeug im Auto. Hat Jojo Diabetes vielleicht? Oder scheiße, ich messe ihren Pulsschlag auch, während ich ihren Kopf festhalte, soweit mir das möglich ist.
Also der hat auf jeden Fall einen Puls und der ist irgendwie schnell. Also du hast ja keine Ahnung von Medizin, aber das ist schnell. Auch für so ein kleines Nagetier wie... Gerade kleinere Menschen haben meistens einen schnelleren Puls ja. als größere Menschen. Das ist auch bei Tieren so, ja. Gerade ja. Roden. Ja, ich denke mal, das könnte vielleicht sogar Stepan gemacht haben, während er sie da rausgeholt hat. So mal so ans Handgelenk fassen, während er guckt halt, was mit ihr los ist. Und mal grob durchmessen, man hat das hier irgendwann mal im Blut. Behaupte ich jetzt einfach mal. Vor allem, wenn man die Anatomie Frauen hat, auf den einen Wert, wie ich habe. Das stimmt aber, ja. Ich finde das so geil. Das war das Beste überhaupt. Ja, aber tatsächlich wird erst geguckt, Beruhigungsmittel aus dem Auto holen, wo er sein Verbandszeug und Dings natürlich dabei hat, weil Also bei dem Fall, weil es echt ein heftiger Krampf ist, ist es sogar sinnvoll, ein Beruhigungsmittel zu geben und dann erst ein krampflösendes Mittel, damit das halt noch ein bisschen, ne? Übrigens, sie hat keinen Diabetes, das bemerkst du dann erst so, dass du deine medizinische Untersuchung machst. Ja, ich habe jetzt ganz normalen Blutzucker. Ja, aber ich glaube, hast du nicht auch irgendwie was anderes noch? Medizinkit oder sowas? Ja, ja, 6 Medkits und ein Vitalmonitor. Ich denke mal, in Kombination. Ja, und ich meine, Blutzucker messen ist ja nur auch die Sache von einem Gerät und einmal ein Fingerpieksen. Das ist, ja. Ich glaube, das geht dann in der Zeit alles viel schneller. Ich glaube auch, dass man rektale Mittel nicht mehr verabreichen muss. Oder, ich denke, das geht mal alles intravenös mit der Druckspritze. Was? Rektal nicht? Ich weiß auch nicht, was du bei einem Krampfanfall oder bei Diabetes mit rektalen Mitteln willst, aber ist schon okay. Die wirken schneller. Ja, aber intravenös wirkt noch schneller. Ja, das habe ich gerade gesagt. Ja, wie gesagt, ich hole das Medkit aus dem Auto, zusammen mit Vitalmonitor, das ich denke ich da drauf oder da drin habe, behaupte ich jetzt einfach mal, und zurück. Währenddessen ein AR von Stjepan an Sibylle. Guck mal, was mit ihrem WLAN ist. Da war doch irgendetwas. Hab ich dir schon geschrieben, ne? Ja, hast du. Da Gut. ist nix. Da ist nix mit dem... Mit ihrem okay. Scheiß. Fuck, was ist mit dir los? Gut. Jojo, ja. Ich tätschel ihr immer so auf die Wange. So, Jojo. Ja, der Kopf schlägt halt noch ziemlich hin und her. Er wird zwar festgehalten, aber kommt nicht zu sich. Aber und sie muss sich nicht erbrechen oder so irgendwas, ja? Also wir müssen ja aufpassen, dass es sich nicht übergibt. Nö. Wegen Atemwege freihalten und so. Nö, das ist alles easy. Okay. Ja, danach komme ich mit der aus Star Trek und hast nicht gesehen bekannten Spritze. Die es inzwischen auch in Real Life gibt, habe ich mir sagen lassen. Bestimmt, ich weiß aber nicht, welche Spritzen es bei Star Trek gibt. Trekkie. Freak! Und mit Stolz. Wie dem auch sei. Die White Russian haben voll was gegen Star Trek. Nicht alle. Es gibt nur uns als White Russians. Es gibt keine Individualität. Richtig. Wir Dann sind die White Russians. Wie dem auch sei. Ich würde ihr das Ding dann, wie man es so kennt, so an den Hals und pfff. Körper fährt runter. Reboot. Ihr Bewusstsein wird weggebeamt. System shutting down for reboot now. Oh Gott, nein, sie hat Windows. Nee, das war nicht Windows. Sibylle weiß, was ich meinte, glaube ich. Der müsste das kennen. Ich oute mich hier nicht als Nerd. Ich spiele schon eine Transvestite, da kann ich nicht noch Nerd sein. Ich glaube, in der ersten Folge habe ich die schon geoutet mit Teamspeak und so. Ja, stimmt. Ja. Ja, tut mir leid. Ja, okay. du gibst dir erst ein Beruhigungsmittel und dann einen Muskelentkrampfer und sie ist jetzt halt ziemlich weggetreten wegen des Beruhigungsmittels. Nicht wirklich ansprechbar, immerhin ist sie noch nicht da. Und aber sie ist halt auf jeden Fall stabil und ansonsten sieht es relativ easy aus alles. Also was heißt easy? Ich meine, sie hatte gerade einen heftigen Krampfanfall, aber es sieht aus, als hättest du den behoben und es hätte keine Langzeitschäden gehabt, wie zum Beispiel, naja, wie gesagt, Kopf auf Fliesenboden. Gut, okay. Scheiße. Das hätten wir erstmal. Das heißt, wir müssen hier raus. Wir legen die ins Auto. Wir packen die in Pink Panther und kannst du ihr Auto auf Folgen stellen oder ist irgendwas? Okay, gut. Wunderbar. Ja, ja, krieg ich hin. Und dann fahren wir jetzt erstmal los. Die sollen zu mir in Pink Panther, wir folgen alle deinem Karren und ich kümmere mich um Jojo, bis er aufwacht. Okay. Ja. Da.
In der Dörfstraße. Ich helf Sibylle natürlich, die Kleine rüberzubringen. Ich meine, ich könnte die fast selber wahrscheinlich nehmen. Ich glaube, es wird besser aussehen, wenn du sie trägst, weil wenn ich jetzt noch damit dranhänge, dann machen wir uns lächerlich, Kollege. Ja, so also, ich habe das jetzt bloß, weil es nicht so relevant war, aber es haben natürlich Leute mitbekommen, wie du geschrien hast, wie dein Mann ins Frauenklo gerannt ist, wie deine Frau war, die medizinische Unterstützung brauchte, wie Steppy zurückkam und sie behandelt hat und ihr jetzt wegtragt. Das hat Aufsehen erregt. Aber es ist jetzt auch nicht so, als würden die Leute sagen, oh Gott, die machen irgendwas Böses, sondern die sehen, ihr kümmert euch um die. Wow. Ihr müsst jetzt nicht verstecken, dass ihr die irgendwo hintragt, das ist offensichtlich geworden. Nee, was er meinte ist von wegen, dass wenn beide jetzt an dieser 1,50 ja. Fast nichts dranhängen, von wegen der eine Ork. Ja, ich glaube, du kannst die einfacher alleine tragen, genau. Als dass, wenn ich jetzt noch die Füße nehme oder so irgendwas, das wollte ich dann genau, sagen. Genau, genau. Also ich nehme die halt in den Arm, wie man eine Prinzessin in den Arm, kennt man ja, und gehe zum Pink Panther und Sibylle öffnet hoffentlich die Hintertür. Weil ich denke mal, wenn ja, man klar. Die hinten auf die Rückbank legt, dann ist allen geholfen. Nee, ich setze die auf den Beifahrersitz, sodass sie neben mir sitzt, oder so. Damit sie sich nach vorne hin übergeben kann oder so. Ich renne noch mal rein, auch in den Laden und hole mir eine unauffällige schwarze Plastiktüte. Zum Reinkübeln, wenn es sein muss. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, ja. Naja, ihr habt also die Burgertüten aus Plastik, ist kein Ding. Man kann den Rücksitz ja nach hinten ein bisschen machen, dass er ja, dass er sich halt hinlegen kann. Weil sie ist ja, wie gesagt, sie ist gerade schlaff wie sonst was. Wo? Die wird gleich erstmal wird ein bisschen brauchen, bis sie wieder einen Arm heben kann, vernünftig. Ja, du hast ja hoffentlich auch ein Gegenmittel, dass wenn sie wieder zu sich kommt, dass ihre Muskeln wieder normal arbeiten, oder? Klar, aber... Ja, okay. Das entkrampfende Mittel liegt ja auch nicht die Muskeln still, das entkrampft halt wirklich nur. Okay. Gut, ich kenne mich ja nicht aus, es tut mir leid. Ich auch nicht, ich behaupte das. Naja, eigentlich, also, ist ja egal. Ich bin auch kein Arzt. Aber ja, natürlich habe ich ein Gegenmittel, nämlich Adrenalin. Das hilft immer. Darf ich hier die Adrenalinspritze setzen, Alter? Geil. Bitte direkt ins Herz. Ja, das meine ich doch. Natürlich. Obwohl das nicht mal ins Herz gemacht wird, aber egal. Aber macht auch nichts. Sieht cool aus, mit einem roten Filzstift, schönen Punkt auf die Titte gemalt und dann runter. Wo ist denn bei dir das Herz? Das ist mittig, Mann. Ich weiß doch, aber es sieht einfach cooler aus, wenn du einen roten Punkt auf die Titte malst. Oh, es wäre so gut, wenn die Bitte dann volle Kanne die Spritze versucht, durchs Brustbein zu rammen und die einfach abbricht. Ja, toll. Und sich dann wahrscheinlich noch die Spritze schön ins Handgelenk nagelt oder so. Die abgebrochene. Und irgendwann muss man tatsächlich hier Stimpatch, sondern wie heißen die Dinger? Stimpatch war schon richtig eigentlich. Nee, Stimpatch ist für was anderes. Ich weiß nicht, was du meinst. Die Teile, die dich stabilisieren, wenn du im Trauma-Patch. Trauma-Patch, genau. Die musst du mir tatsächlich ins Herz jagen. Steppy, du wirst zum Wurf aufgefordert. Lies mal im Teamspeak, Mann. Ach so, ja, Entschuldigung, ich war gerade andere. Ja, kein Problem. Du warst gerade voll in deinem Element, ne? Ja. Entschuldigung. Ach so, ja, mach ich. Locker flockig. Ja, also wie gesagt, wenn dann Jojo neben mir im Auto liegt und wir losfahren in Richtung... Steppys Mostrans Evo-Car. Eco-Car natürlich. Ja, geht's da in Richtung Bergovoi. Oh Mann. Über die sichere Route. Ein Erfolg, yay! Irgendetwas, was nicht die Datenbuchse ist, aber anders. Es gab einen Auslöser für den Anfall, der nicht die Datenbuchse gewesen sein kann. Aber keine medizinische Erkrankung. Okay. Jetzt habe ich mir fast schon gedacht, sozusagen, aber ich war mir jetzt noch nicht sicher, wie ich das hätte gucken können. Okay, lass mich mal, nicht die Datenbox, aber was anderes. Was hat sie denn anderes? Es gibt unzählige Möglichkeiten, alle möglichen Umweltfaktoren und ich weiß nicht, saurer Regen kommt manchmal vor, der ganze Smog. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sage ich jetzt einfach mal so, wenn Strum wieder da ist, macht die mir vermutlich einen Einlauf. Es gibt irgendwie Möglichkeiten, dass sie einen Krampfanfall gehabt haben kann. Okay. Oh, warte. Sie hat irgendwann doch mal erzählt, dass sie ein Verhütungsimplantat hat, irgendeiner Sorte. Und die können zum Teil, wenn die zu lang drin sind, sowas auslösen. Und Herr Jojo achtet doch nicht auf sowas. Die geht dann nicht regelmäßig zu irgendeinem Doc. Und okay. Wenn du sie zum Doc schleifst, dann haut sie dir eine rein. Richtig. Ja. Okay. Ich bin ja auch ein Doc. Das zählt hoffentlich. Also sie haut dann mir eine rein. Dann zählt es nicht mehr. Nee, weil der Doc kam diesmal zu ihr. Ah.
Ja, stimmt, genau. Gut, nee, aber gut. Wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber zumindest ist es nichts Ernstes oder nichts Dauerhaftes, sondern es wird wahrscheinlich wieder weggehen. Darum lassen wir sie auch erstmal sozusagen auf dem Beifahrersitz. Wir schnellen die vernünftig an, Rückenlehne zurück, die Kotzberg grob in der Nähe. Ich gebe Sibylle ein bisschen, wie heißt, was habe ich gerade eben gesagt? Marshmallows? Du meinst ein Trauma-Patch jetzt wahrscheinlich. Nein! Kein Trauma-Patch? Nein, hier, Adrenalin. Ach so. Du gibst mir Ja. Adrenalin? Nein, ich gebe In dir die also die Hand. Spritze in Ach die so. Hand. Ja, also diese Pfft-Spritze Ist das halt, für ne? mich? Nein, sollst du ihr geben, wenn sie wieder bei Sinnen ist. Okay. Ja, einfach da ansetzen, Knöpfchen drücken, passiert fast automatisch. Ist super einfach. Ist auch schon die richtige Dosis für sie. Die hat er sich wahrscheinlich schon irgendwann mal ausgerechnet. Sprich, bei ihr ist es nicht ganz so viel Adrenalin, weil ich glaube, die ist sowieso schon auf 180. Und ja, dann fahren wir mal los. Ich nehme, und dafür wird sie mir wahrscheinlich eine reinhauen oder zumindest böse angucken. Ich nehme User der entered your Kleinen channel. den Schlüssel Yay! weg. Hi, Flummi! Kabam! Wir haben gerade voll was mitgemacht mit dir, Mensch, Kind. Warum, was habe ich gemacht? Ach, du Scheiße, was du wieder anstellst. Du hast hier, keine Ahnung, du hast hier voll was auf dem Klo gespritzt oder so. Hä? Oh Gott. Das ist eine gute Idee. Hä? Ich muss mal kurz aufs Klo und dann wieder schön das H drücken, weißt Ja, schön hier Trainspotting auf der Toilette sich den Opiumzapf setzen wollen und dann erstmal rausgekackt vor Wut. Aber macht nichts. Hä? Wir müssen gerade mal kurz einen Rewind machen. Wir müssen gerade mal kurz eine Pause machen und ich muss mir nämlich leider noch eben schnell eine Tasse Tee kochen, Na, weil pass ich. auf, pass auf. Du machst jetzt eine Tasse Tee und machst dir was zu essen und Steppy erklärt mir, was er gerade noch machen wollte, weil du eh noch Genau. bewusstlos bist. Ich bin Richtig. bewusstlos? Ja, Cool. natürlich. Du warst zu lange auf dem Klo, irgendwann ging es nicht mehr. Hast du festgedrückt? Hämorrhoiden sind geplatzt und alles. Gut. Scheiße. Also, Okay. Hartes Viech. mach Ja. dir einen Länge Tee, zu Steppi schneiden. redet weiter. Und was zu Genau. essen. Also. Genau. Und zwar, da unser Flummi, Schrägstrich, unser Jojo, ja immer noch fix und alle ist, ich aber zu ihrem Auto muss, um dem Auto zu sagen, dass es meinem Auto, beziehungsweise dem Pink Panther am besten, folgen soll, nehme ich Jojo natürlich den Schlüssel oder was auch immer man zu dem Zeitpunkt hat und mache damit ihr Auto auf, programmiere in das Drohnenhirn ein, was es tun soll, nämlich dem Pink Panther folgen. Ja, und dann setze ich mich in mein Auto. Alles klar. Ich glaube, dafür macht sie dich nicht mal kalt. Auto klauen ist okay. Was? Wer klaut mein Auto? Macht ihr Steppy. Tee. Ich hab mir Tee gemacht. Der zieht gerade und steht neben mir. Wunderbar. Bist du bereit, Kind? Fast. Mach dir mal weiter. Ich bin gleich soweit. Ach so, weil wir müssen dich rebasen, was passiert ist gerade. Müssen wir sie gar nicht. Ach so, die Ich war ja eh dachte, ich bin ausgenockt. tatsächlich bewusstlos. Ja, Das ist passt sie. zum Text. Ist ja hervorragend. Passt Na, du wunderbar. warst erst noch auf dem Klo. Richtig. Und weil sie auf dem Klo war, dann ist sie ohnmächtig geworden und Ach dann so, ich weiß sie eh dachte, ich nicht, was liege jetzt passiert irgendwo ist. auf dem. Was mir eigentlich egal, macht einfach. Nee, nee, Keine Sorge. wir haben dich gerade mal eben kurz anal geraped beide und jetzt geht's weiter. Das ist okay. Ne? Ich wollte gerade sagen, das gefällt ihr noch. Nein, dir würde es gefallen, wenn es mir gefällt. Ja. In-game und Ja. out-game. Okay. Also, Ja, und wir dann fahren fahren wir los. los. Genau. Gegen den Uhrzeigersinn durch Moskau auf einem möglichst fixen Weg zu diesem Punkt da. Gut. Wie das ein Audi? Na, der Pink Panther ist doch ein Audi. Ach, stimmt. Weil Steppy Alles müsste klar. sowieso eigentlich grundsätzlich immer leckend auf meinem Auto drauf liegen und sich immer über die scheiß Farbe beschweren, aber. Das prinzipiell aber. Das hat er bei dir aufgegeben. Ja. Er redet dagegen eine Wand. Leute, es wird das Folgendes passieren. Ihr werdet euch noch ein bisschen über eure Angriffsstrategie unterhalten, während ich mal kurz die Toilette aufsuche. Okay. Okay. Und dann müsst ihr eh nochmal Jojo richtig aufwecken und naja. Ja, Genau. wir müssen dann nochmal einen Plan machen mit ihr. Und ihr sagen, dass ich keine Verhütungsimplantate mehr benutzen soll. Warum Moment, das? das muss der Doktor sagen, nicht ich.
Genau, auf dem Weg dahin. Wir sind ja wahrscheinlich eine halbe Stunde oder sowas unterwegs. Tippe ich jetzt einfach mal. Zumindest vermutlich sogar ein bisschen mehr. Ja, das ist ein weiter Weg, den man da von Donskoi hoch nach Bergovoi. Ist doch, nee, Chofrino, Bergovoi, doch, Bergovoi war richtig. Wir sind jetzt schon an der Grenze zu Sokol. Wow. Mhm. Das ist noch ein ganzes Stück hier. Tja, ich habe auch gar keine, ich habe wirklich keine Ahnung, wie viele Kilometer das jetzt sind. Das ist weit. Das ist wirklich weit. Also da denke ich mal, gerade durch die ganzen Gebiete durch, mal vorneweg 2 Stunden. Stunden bis 3 Stunden. Je nachdem, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr hatten wir nochmal, oh Gott. Ich muss nochmal kurz unterbrechen. Ich habe jetzt echt noch zugehört, ich muss gleich los. Sonst pinkel ich mir ein. Und das kommt nur bei dir. Was? Pass auf, es ist nicht ganz so weit, das sind ungefähr 50 Minuten. Was wolltet ihr gerade noch wissen? 50 Minuten und ich glaube, das war's. Wie viel Uhr ist denn? Ihr habt euch irgendwie mittags getroffen, also es ist jetzt 13.10 Uhr. Okay. Stimmt, genau, das war gar nicht so spät, weil wir hatten ja ausgemacht, wir wollten gucken, ob wir tatsächlich jetzt zu diesem Evo-Typen hingehen oder halt nicht. Und es ist jetzt der dritte, ist der dritte zweite, ne? Ja. Jetzt, ja. 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 Okay, ja, dann fahren wir hopp, hier hoppel die Hase. Und dann fahren wir jetzt da hoch. Pass auf, der ist an der Grenze zwischen Sokol und Bergovoi. Und ist sobald irgendwie bei Jojo sich das erste Augenblinzeln eintut, dann muss ich dir auch mal erklären, was jetzt gerade los ist. Aber wir sind eh gerade auf Gruppenschaltung. Also sie hört über die Autosprecheinrichtung mit. Falls sie irgendwann wieder ansprechbar ist. Hier, Steppy. Ja, sag was. Wie sollen wir uns denn annehmen? Also, wie stellst du dir das denn vor, Mann? Mal sehen. Je nachdem, wo der jetzt gleich hin ist und was der gleich machen wird, werden wir definitiv ihn wahrscheinlich ruhig stellen müssen. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er einfach so mit uns reden wird, ist eher gering. Das heißt, wahrscheinlich werden ihn erstmal gierkugelmäßig über einen Haufen knallen. Okay. Ja, das ist die effektivste Methode, außer du kriegst es gebacken, wenn er Cyberware hat, diese auf Null zu setzen. Das ist eine Möglichkeit, mein Freund. Ja. Aber ich weiß nicht, was er für Cyberware hat. Ich bin mir nicht mehr sicher, was wir da gesehen haben letztes Mal. Das kann ich herauskriegen. Genau. Da waren Cyberaugen waren definitiv dabei. Genau. Das heißt, wenn du die schon mal auf Null setzt, weiß er schon nicht mehr, was los ist. Ja, klar bauen wir nicht drauf. Da machen wir ja gerade 2 Pläne. aber der 2. Plan wäre definitiv, ihn mit Gilmuni über den Haufen zu knallen. Okay. Dann können wir den nämlich mehr oder weniger in Ruhe verschnüren. Mhm. Hast du was zum Verschnüren dabei? Weil ich habe nur im Auto habe ich meinen Sprühkleber. Das ist doch schon mal was. Sprühkleber? Mann, lass uns eben kurz in einem Laden anhalten, wo wir eben irgendwelche ja, Staffercheck hier Dingsen Seil, bla. Ja, Plastik. Wie heißen die denn gleich wieder, verdammte Scheiße? Die auch die Bullen einsetzen bei so Massenveranstaltungen. Kabelbinder. Ja, im Endeffekt ist es Kabelbinder, richtig. Dann lass uns doch noch Kabelbinder, damit wir den fixieren können, aber halt starken Kabelbinder. Und 2, 3. Wir brauchen irgendwas, um ihn zu gaggen. Also irgendwas knebeln. Ja. Ja, er muss noch reden, darum. Also, ja, aber erstmal nicht, wenn wir den gerade festnehmen. Wir müssen den ja irgendwann wo dann hinbringen, weil wenn wir den haben, wo bringen wir den dann hin? Den bringen wir dann in eins unserer Autos und dann erstmal irgendwo, keine Ahnung, altes Firmengelände, solche Jauchegrube, keine Ahnung. Ja, ich will irgendwo, nicht wo keiner rumfahren. Reinguckt. Ich will nicht ewig mit dem rumfahren, da der jetzt hier nah an dem D-Gebiet dran ist, sollten wir hoch ins D-Gebiet und dann uns irgendeine, Lagerhalle ist vielleicht gar nicht so schlecht, irgendwas Abgestelltes uns suchen. Jo. Und deswegen knebeln, damit er nicht rumschreien kann, falls wir nicht ganz ausgenockt ist oder wenn er aufwacht. Aber du hast ja noch von dem Zeug, oder was du gerade eben Jojo gespritzt hast auch. Oh, fuck, Mann. Der bewegt sich gerade nach Sokol. Ah, lustig. Okay, dann
Ja, aber da gibt's auch ein D-Gebiet. Shit, Mann. Ich weiß auch gar nicht, warum man gerade diese Rundfahrt macht. Vielleicht spielt er nach Josh Neue. Tidim. Und ich denke, Jojo ist immer noch ausgenockt, ey. Scheint so. Ja, wie dem auch sei. Das sind die zwei Sachen, die mir jetzt einfallen. Entweder seine Cyberwehr auf Null setzen und oder ihn mit Gilmuni außer Gefecht setzen. Okay, da haben wir zwei gute Pläne in meinen Augen. Dass wir seine Augen vielleicht aussetzen können, hoffentlich. Dann ihn über den Haufen schießen können und anschließend packen wir den ins Auto mit Kabelbinder verschnürt und fahren den irgendwie, je nachdem, wo wir ihn jetzt kriegen. Aber ja, wir fahren ja schon mal. Genau. Kabelbinder habe ich übrigens irgendwie so einen lustigen Tipp. Am besten um die Daumen rum oder sowas, weil wenn du dich selber an den Daumen ziehst, musst du das tut höllenmäßig weh wahrscheinlich. Ich will den ordentlich verschnüren. Ich möchte ihm die Füße zusammenpacken, ich möchte ihm die Hände auf dem Rücken zusammenpacken. Dann müssen wir den komplett entwaffnen und alles aus den Taschen rausnehmen, was er hat, und auch den Comlink abnehmen. Ja, das ist, was man tut. Okay, gut. Dann haben wir da gutes Verständnis. Und dann fahren wir den ins D-Gebiet. Wobei, weißt du, was denn im D-Gebiet ist hier auf Sokol? Verdammt. Ja, Jojo, wüsste das bestimmt. Da war auch wieder was. Gangs von Moskau kennst du dich doch bestimmt aus, oder? Genau. Ja, da sind die Fleischer. Also ich meine, die haben's prinzipiell, die sind ja schon ein bisschen ruhiger geworden als früher, aber sie tragen ihren Namen immer noch zurecht. Ja. Und die haben's nicht gern, wenn du bei denen irgendwie anfängst zu wildern. Gerade wenn der bei denen vielleicht auch Schulden hat, was ja sein könnte. Nee, okay. Da müssen wir gucken, dass wir, ich meine, die markieren ja auch irgendwie ihr Gebiet, denke ich mal, sodass man auch so ein bisschen rausbleiben kann. Aber wenn wir im C-Gebiet irgendwas Verlassenes schnell finden, noch jetzt bei der Durchfahrt, dann merken wir uns das, markieren uns das auf der AR-Map und bringen den dann dahin. Das heißt, wir halten jetzt Ausschau, währenddem wir fahren, und du bist ja der Fachmann, halten wir Ausschau nach einem schönen Unterschlupf. Kein Safehouse oder irgendwas, aber halt, weißt du, was leer ist. Im C-Gebiet müssen wir da was finden. Das kriegen wir schön. Gut, dann ist das der Plan, würde ich sagen, oder? Ja. Solange niemand eine bessere Idee hat, würde ich sagen, machen wir das so. Jojo kommt langsam wieder zu sich. Sie befindet sich in Bewegung. Sie kann das starke Parfum von Billy riechen und ihr tun vor allen Dingen die Hände und die Schienbeine weh. Das liegt an meinen Püpsen, deswegen riecht so gut. Jojo? Jojo, Schatzi, bleib ruhig. Alles ist okay. Bleib einfach sitzen, du bist in Sicherheit, mach dir keine Sorgen. Du hattest einen Anfall. Hä? Was? Du bist auf dem Klo zusammengesackt. Und wir haben dich auf dem Klo gefunden und du hast gezappelt wie wild. Ich weiß nicht, was ist genau ist. Steppi hat was gesagt von was du hast und der hat dir irgendwas gespritzt, damit du einen Muskelkrampf, glaube ich. Steppi, was hast du hier gespritzt? Ja, Muskelkrampf und Beruhigungsmittel. Oh Gott. Also, aber ja, dir geht's anscheinend jetzt etwas besser, weil zuvor konnten wir gar nicht mit dir sprechen. Kannst du dich an. Hunger. Ja, wie immer. Ich hab nix im Auto. Ich kann dir einen Lippenstift geben, der schmeckt nach Banane. Was? Du sollst dir das Adrenalin geben. Ach so, das Adrenalin. Moment, komm mal her. Ah! Wo setzt du das an den Hals? Wo spritze ich dir denn damit? Was? Einfach in die wollt Seite. Ihr? Ja, komm mal her. Lässt du dir von mir die Spritze geben, Jojo? Was ist denn das? Das ist Adrenalin. Steppy hat gesagt, ich soll dich damit spritzen. Ach so, cool. Ja, das batscht bestimmt gleich ziemlich tierisch auf mich Handkaste. Ja, und in einer Stunde schlafe ich dann. Nee, wir haben keine Zeit. Wir sind gerade auf der Jagd, Schätzlein. Du musst jetzt aufwachen. Ach so. Okay, pass auf. Erstmal die Spritze hier. Ich will einfach mal aufwachen. Fump. Ich denke, ich muss dazu nichts sagen, oder? Back to life Machine. Nee. Back to life in Sekunden. Die wird in einer Stunde pennen, das ist euch klar, ne? Oder in zwei. Da kriegt sie noch eine Spritze. Es ist sehr schön dosiert. Das passt so in etwa. Es ist Adrenalin, also das Hormon, was der Körper ausschüttet, wenn der Körper denkt, du stirbst vielleicht. Also Dosierung ist so eine Sache. Nee, das ist DMT, was du meinst. Nee, das auch. Ja, aber okay, anyway. Ja, hilft beides. Whatever.
Sie ist wach. Awesome. Bam! Okay, Schatzi, ich schau mal auf die AR-Karte. AR-Karte? Pass auf. Hier, ich hab dir die AR-Karte geschoben. Was ist eigentlich passiert? Schau jetzt erstmal auf die AR-Karte. Ja, AR-Karte, ich sehe die AR-Karte. Okay, wunderbar. Du siehst hier den Weg. 1, 2, 3, 4, 5. Ich sehe 5 Wege. Okay, 5 ist, wo momentan sich unser lieber guter Freund Gunfist befindet. Ach so, cool. Ich hab da was gedeichselt und wir sind auf dem Weg, zu ihnen jetzt abzupassen. Ach so, machen wir das, cool, jetzt schon. Wir müssen. Haben wir alles dabei? Wir haben gerade noch Kabelbinder gekauft. Habt ihr Panzertape gekauft? Ich hab Sprühkleber dabei. Panzertape haben wir auch, ja? Panzertape ist gut. Jeder braucht Panzertape. Wunderbar. Ich glaube, das Prinzip mindestens eine Rolle dabei, aber... Natürlich, damit kannst du alles flicken, sogar Kondome. Das hält den Jackrabbit ja erstmal zusammen, ne? Gut. Und Gunfist ist gerade irgendwie auf der Pier, so wie es aussieht. Der ist im Stealth-Modus unterwegs. Wieso ist der im Stealth-Modus unterwegs? Das passt doch gar nicht zu ihm. Der hat einen... auf dem Comlink, auf dem ich drauf bin, hat er im Prinzip... Du bist auf seinem Comlink? Ja. Cool. Wir haben komplette Kontrolle über seinen Comlink auf gut Deutsch. Ich muss mal kurz unterbrechen. Steppy ist leider nicht dabei. Als Sibylle sagt ja, na, du bist nicht im selben Auto, meine ich. Nee, das nicht. Als Sibylle sagt ja, taucht plötzlich ein kleines Wesen auf, was du gleich noch als Links bekommst. Es ist irgendwie baumelfenartig mit vielen Verzweigungen. Sieht irgendwie ein wenig komisch aus und scheint Daten aus deinem Comlink zu saugen und aus dem Auto und aus allem Umstehenden und meint, du hast meinen Namen genannt? Ja. Und was möchtest du? Habe ich deinen Namen genannt, wirklich? Du hast doch gerade gesagt, ja. Okay, sorry, Kleiner. Großer, ich hab das nicht gewollt. Wir benutzen ja auch, um zu bestätigen, als Eingabe Enter. Aber du hast doch gesagt, ich heiße so. Ja, du heißt auch so. Weißt du, Menschensprache ist manchmal echt kompliziert. Ich hab das auch noch nicht so ganz auf der Reihe manchmal. Aber vom Prinzip, nee, ist alles okay, Kleiner. Klar, großer. Aber warum benutzt du denn zwei Sachen, also zwei Begriffe für das Gleiche? Also diesmal ist es nicht zwei Begriffe für das Gleiche, sondern den gleichen Begriff für zwei was Unterschiedliches. Das ist höchst komisch. Bist du auch manchmal komisch? Ich finde das sehr komisch. Oh, komisch habe ich auch gelernt. Ich sehe es gerade. Weißt du auch, was komisch ist? Ja, komisch ist, heißt, was ist ein Clown? Der Humor macht. Und ich schieb ihr per AR ein Bild von einem Clown zu. Verstehe ich nicht. Ja, dazu musst du den entsprechenden Feed hier noch dir anschauen. Und ich schieb ihm den Feed zu. Okay, ich bin beschäftigt. Richtig. Bis dann. Tschüss. Moment, wenn du mich mit Namen ansprichst, muss ich den auch mit Namen ansprechen? Was ist dein Name? Mein Name? Mensch, komm. Ja, du hast ihn nie genannt, ich hab dich auch nie gefragt. Foxy. Okay, bis dann, Foxy. Tschüss, ja, dank dir. Thump. Okay, ich darf nicht mehr die... Ne? Ich sag einfach nur noch bestätigen, Leute. Geht klar. Pass auf, das ist ein Sprite, den ich auf dem Comlink von Gunfist drauf hab. Was der ist hält ein Sprite? Okay, fuck. Ich kann's dir jetzt nicht erklären, das wird alles zu viel gerade. Warum wird das alles zu viel? Hast du auch was von den Drogen genommen, die es dir gegeben hat? Nein, eben nicht, das ist das Problem. Ich könnte mir jetzt noch was einwerfen, aber ich sollte nicht, weil ich einen klaren Kopf brauche. Wir sind jetzt kurz davor, wieder Scheiß zu bauen. Ich glaube, deine Pumpe liegt noch in deinem Auto, glaube ich. Deine Pumpgun. Hast du was an dir dran? Irgendwas mit Gel? Mit Gel. Ehrlich gesagt. Nö. Hatte sie nicht eine kleine Pistole? Hat sie doch das letzte Mal erwähnt, dass sie so eine Pistole mit Gelmuni drin hat. Die Waffenbauerin hat mehrere Pistolen und eine Schrotflinte, aber ich glaube nicht, dass sie früh bei einem einfachen Treffen ihre Gelpistole mitgenommen hat, sondern lieber die Eindruck macht in Donskoy. Das heißt, die hat die Pumpe dabei? Na, ich denke eher der Praktischkeit wird sie vielleicht die Ruger Super Warhawk dabei haben. Ich liebe es, wenn du Ruger Super Ruger Warhawk, Junge. Ich liebe das, wenn du das sagst. Wir haben den Knorrer ausgegraben. Ich werde da ganz wuschig. Wer nicht. Ja. Nee, also wie gesagt, dann mach mal deine Schleuder fertig. Und greif mal bitte ins Handschuhfach vorne rein, da ist meine auch drin. Hä, was soll ich wie fertig machen? Setz mich doch einfach mal ins Bild, ich mein... Was gibt's denn zu sagen? Wir fahren jetzt zu Gunfist, warten einen Moment ab, schießen dem in die Fresse rein, packen ihn uns dann, fahren ihn irgendwo in ein altes Lagerhaus rein und dann... Du, ich hab nichts, um ihn mir in die Fresse reinzuschießen. Wie, du hast nichts? Was hast du denn in der Super Warhawk? Na, glaubst du, ich pack in so ein Ding Gel rein?
Oh Gott. Scheiße. Okay, pass auf, hier, nimm die Hammerli. Kannst du damit schießen? Die hat einen Smart Link. Ich habe keinen Feed dafür, aber... oh Gott. Ich kann dir den Feed klein. Ey, die schießt gut. Ja, ich weiß, dass sie gut schießt, aber die ist so klein. Die liegt perfekt in gerade deiner Hand, Mrs. Ich bin 1,50. Ich weiß. Und die hat ein Gasventilsystem. Nee, das passt alles schon. Ist schon okay. Smart Link awesome. Nützt nichts. Ich habe nichts dafür irgendwie verbastelt. Ach so. Aber... Nö, ich habe kein Smart Gun System. Aber mit Pistolen, okay. Damit kannst du umgehen, ja? Was? Aber mit Pistolen, damit kannst du umgehen, ja? Ja! Okay, dann muss das so passen. Warum hast du keinen Smart Link? Warum hast du nur eine Kontaktlinse für? Ich habe Kontaktlinsen, aber ich hatte keinen Bock, mir ein Smart Gun System und ein Smart Link einzubauen. Weißt du, wie teuer das ist? Ist auch okay. Ist auch voll scheißegal. Wie weit sind wir noch von dem weg jetzt? Ich bin ganz wuschig. So 5 bis 10 Minuten. Kurz überlegen. Kurz dauert, also meine ich wie immer länger. Ihr fahrt gerade aus dem Industriegebiet raus. Es wäre übrigens vielleicht nicht die beste Idee gewesen, ihn hier irgendwo abzuhashen, weil es ist ein Industriegebiet, wo viele Leute zur Arbeit gehen und da dort 24-7 Betrieb ist. Sind da immer so ein paar Leute auf der Straße und größere Anlagen werden ja auch vielleicht ab und zu mal sabotiert. Also gibt es da schon Kameras und auch Wachdienste. Na Moment, wir haben ihn ja jetzt noch nicht angegriffen. Ich weiß, aber euch fällt so auf, ja, also das wäre vielleicht nicht der Plan gewesen. In Sokol ist, das habe ich ja irgendwo schon mal geschrieben, das ist so ein bisschen die da leben sehr viele Neonet-Leute. Das ist ein bisschen programmierermäßiger, das heißt, du hast auch eine angenehmere, etwas weniger aufdringlichere Spam, nicht mal eine Spam-Zone, sondern hast du halt unaufdringlichere AR-Werbung. Du hast viele Gebäude, die irgendwie zu 90% aus Glas bestehen, zu scheinen. Die sind auch neuer, das heißt nicht luxuriöser und besser, aber sie sind zumindest neuer und sehen irgendwie, so sehen halt aus, wie Glaspaläste letztendlich aussehen. Es ist nicht schön, aber es ist mal was anderes als in dem, wo ihr euch bisher so bewegt habt. Außerdem seht ihr auch, also ihr seht halt nicht nur dass viele Leute mit Neonet oder Töchter Konzernkleidung rumrennen, sondern das, weiß ich nicht, Programmierer sehen nicht alle gleich aus, gerade in der Runde, aber weiß ich nicht. Du siehst, dass die Leute eher Probleme mit dem Rücken haben, als zum Beispiel, nein, das ist immer noch Quatsch. Du siehst, dass die Leute nicht mit Ruß bedeckt nach Hause kommen, weil sie in der Fabrik gearbeitet haben, sondern dass sie die ganze Zeit am Rechner schaffen müssen. Ne? Okay. Das habe ich mich aber irgendwie ganz schön gewunden, Junge. Du hast auch da natürlich ein paar Drohnen, die das Ganze überwachen. Du hast ein paar Kameras. Es ist ein C-Gebiet, also es geht, aber auch in einem C-Gebiet jemanden einfach abzufangen oder irgend sowas in der Richtung ist natürlich nicht so. Also ihr habt es noch nicht gemacht, sagen wir es einfach mal so. True. Hä, so und wo wollen wir denn das Ganze jetzt machen? Jetzt müssen wir mal gucken, wo der überhaupt aussteigt. Achso, der ist schon ausgestiegen und befindet sich seit längerer Zeit am Ort 5. Das ist einfach so ein Wohngebäude da. Wie gesagt, viel Glas, bla. Wohngebäude? Oh, scheiße. Kann ich hören, was er spricht? Gunfist twittert nicht. Nein! er spricht gerade nicht, aber er guckt offenbar Tritt. Was für ein Film? Epic Gunstars, neueste Episode. Karl Kalaschnikow gegen Rudi Rübe. Entschuldigung, was? Shit. Klingt also nach seinem Zuhause. Nee. Ich hab ne Vermutung, dass der sich mit jemandem hier trifft. Dann würde er nicht Tritt gucken, oder? Na, wenn er sich gerade die Zeit vertreibt, dann Tiller, bis er eingeladen wird ins Besprechungszimmer zum Beispiel. Es gibt doch Leute, die zusammen Filme gucken. Okay, sagen wir es mal so, du hast einen Sprite einer höheren Stufe beschworen. Ja. Dein Comlink liegt auf dem Nachttisch oder auf irgendeinem Tisch. Das heißt, die Kamera könnte ungefähr in seine Richtung deuten und du hast Glück. Er sitzt alleine auf dem Sofa und guckt Tritt. Der ist zu Hause, also auf gut Deutsch. Ja. Seine Wohnung sieht aus wie sein Zuhause. Viel Epic Gunstars Werbung. Ein paar also das Logo mit der Panzerfaust, was du auch als Aufnäher gefunden hast, ein paar Mal in seiner Wohnung. Ansonsten recht karg, viel Fastfood, ein paar Knarren, die da rumliegen. 10, in Worten 10, in Zahlen auch. Kampfmesser, man braucht die alle.
3 Paar Armeestiefel, und ja, das siehst du alles von dort, er hat letztendlich auch nur eine Einraumwohnung. Und sowas in der Richtung. Wir gehen rein. Ich setze den Feed auf AR. Hallo. Für alle. Wir warten bis heute Abend. Es ist helllichter Tag, es sind überall Leute auf der Straße. Weißt du, was los ist, wenn wir da jetzt reingehen? Bist du dumm? Magst du was essen gehen erst? Das auch. Okay. Nicht, dass wir so viel Zeit haben. Ich meine, mein Bruder ist schon eine ganze Weile irgendwo unterwegs. Deinem Bruder nützt es aber auch nichts, wenn du irgendwie jetzt anfängst, keine Ahnung, dich von den Bullen haschen zu lassen oder so. Keine Bullen, bitte immer. Sag so, wie sollten die Bullen kommen? Ich meine, ob früh oder spät ist eigentlich Jack wie Hose bei einem 24-7-Betrieb. Und müssen wir die Sim gar nicht anhaben? Ja, ist ja alles gut. Ja. Das gefällt mir trotzdem nicht. Gefallen tut mir die ganze Situation nicht. Dann gehen wir halt hoch in seine Wohnung und regeln den ganzen Scheiß da. Habt ihr Schalldämpfer? Ja. Nee. Wie? Ihr habt keine... Sag mal, wollt ihr... Die Hämmerli hat doch einen Schalldämpfer, oder? Die hat ein Gasventil, aber ich habe ein Smartgun-System, aber ich habe keinen Schalldämpfer dran, soweit ich weiß. Also steht nicht auf meinem Charakterbogen. Leute, ohne Schalldämpfer können wir das knicken. Das ist euch bewusst, oder? Junge, der hörst du, weißt du, der, was er sich anhört? Da ist die ganze Zeit irgendwelche Schussgeräusche. Guter aber Punkt. Nicht so laut. Weißt du, wie laut so ein Schuss ist in der Wohnung, in einem Haus? Eigentlich ist es sogar ziemlich leise. Und wie willst du ihn halbwegs irgendwie... Eigentlich ist das sogar ziemlich leise. Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Okay, da, also die Hämmerli ist relativ leise. Die ist ja auch ein bisschen dafür gemacht, aber das hat keinen Schalldämpfer. Und du hast eine Ares Pratt. Und da die rumsiger ist und auch ein bisschen mehr reinhaut, ist die schon relativ laut. Die Wände sind dünn, es ist ja ein einfaches, schnell hochgezogenes Gebäude, von daher fraglich. Und übrigens, bei Epic Gunstars schießen sie mit Laserwaffen. Das hört sich anders an. Piu! Ja? Bäh. Trotzdem, also ich glaub nicht, dass das so ein großes Problem ist, wie es jetzt machst. Weil das Problem ist, egal wann wir es machen, würde es diesen Krawall geben. Warum habt ihr denn keine Schalldämpfer, Leute? Also soll ich mich vielleicht nochmal erinnern? Bei dir verstehe ich, Steppi, wieso hast du keine Schalldämpfer? Die werden nicht benutzt. Wieso werden die nicht benutzt? Weil sie erst halt noch leiser machen. Ja und? Verstehst du nicht. Wie verstehe ich nicht? Ist so komisches Männerzeug. Flummi, Steffi hat leider vollkommen recht. Wenn die Falcons irgendjemanden einschüchtern wollen, dann nehmen sie eine Knarre, die laut ist. Und wenn sie auf der Autobahn jemanden überfallen, soll das auch einschüchtern und auch laut sein. Von daher, ja, einen Schalldämpfer kannst du dir einfach bewusst nicht geben. Wieso soll er denn einen haben? Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist mir schon bewusst, aber irgendwie, ach, die haben alle keinen Sinn fürs Praktische. Eben, wir sind keine Shadowrunner. Das ja. Kommt vielleicht noch. Also wir können uns natürlich auch von hinten an den Rand schleichen und einen Knüppel über den Kopf ziehen. Das ist leise. Wenn ihr die Tür aufmacht, dann können wir ja alle drei rein und... Weiß nicht, Jojo, hast du nicht irgendeine Waffe, die vielleicht etwas leiser ist? Also weiß nicht, hat jemand... Ja, nicht hier, aber ich hab sowas, klar. Ja, nicht hier. Egal, von mir aus, gehen wir rein. Wo ist die Kurs? Ich muss jetzt irgendwas machen. Wenn ich hier weiter rumsitze, dann kriege ich einen Rappel. Was ist denn, wenn wir zur Tür gehen... Und ihr euch bereithaltet und ich an die Tür gehe. Ihr hättet mir das Zeug nicht spritzen dürfen, das ist euch bewusst, oder? Haha, so, ich will jetzt irgendwas machen, los geht's. Ich wollte doch was vorschlagen. Schlag was vor? Pass auf, noch der hat doch bestimmt Glück. Ich steig gerade aus. Oh, scheiße. Nein, du kannst nicht aussteigen, die Türen sind verschlossen. Ha! Ey, lass mich raus! Du bleibst schön hier, Kind. Dir ist bewusst, dass ich diese blöden Scheiben in einem Dings zerdeppern kann, oder? Nee. Also, na gut, ich lasse dich raus. Hör zu, wenn wir an die Tür klopfen und ich vorne dran stehen bleibe mit den dicken Busen, dann macht er vielleicht auf. Garantiert macht er auf, weil das ist vielleicht ein Kerl. Vielleicht kennt er dich. Woher soll er mich kennen? Woher soll er mich kennen? Weiß ich nicht. Der hat uns nie gesehen, der weiß nicht, wer ich bin. Ja, gerade, vielleicht ist er paranoid. Er hat Grund genug dazu. Du meinst Polaroid? Oder das auch, aber okay. Auf jeden Fall hat er Grund genug dazu, paranoid zu sein. Und deswegen kann es gut sein, dass er die Tür gar nicht aufmacht. Deswegen ist es vielleicht sinnvoller, wenn wir wirklich einfach so reingehen und einfach gucken. Und ich habe jetzt keine Lust mehr rumzusitzen. Und ich muss jetzt irgendwas machen. Und Gott, ist das Zeug ätzend. Okay.
Dann machen wir jetzt die Tür auf. Go, go, go. Gut. Hals über Kopf. Jo. Je weniger Plan, desto weniger kann schief gehen. Nö, genau. Das ist eigentlich ziemlich dumm, weil das vermutlich alles ganz fürchterlich schief gehen wird, aber keine Ahnung. Also sich 30 Gedanken darüber zu machen, die sowieso nicht eintreten werden, ist auch nicht intelligent. Also ich persönlich hätte jetzt bis heute Nacht gewartet, aber da ihr das nicht machen wollt, bin ich jetzt fertig aus. Sie geht. Während Jojo auf das Haus zugeht, sieht Steppy übrigens die Kamera am Hauseingangsbereich. Die übernehme ich. Ha, den Feed hole ich mir gleich. Das kann ja kein hoch-ultrasensibles Ding sein. Hochsicherheitstechnisch, oder ist es das doch, liebster Ezel? Ist es leider nicht. Darf ich mir den Feed schnappen und den Overwriten, Editing Program? Das werde ich gleich mal kurz gucken. Kann mir jemand eine Jeopardy-Musik machen, bitte? Dankeschön. Die Ikonografie ist folgende, und zwar Neonet ist von da, aha, interessiert eigentlich keine Sau. Es ist ein Tentakelmonster mit vielen, also es sind offenbar viele Kameras von vielen Wohngebäuden werden offenbar verwaltet durch ein einzelnes Tentakelmonster mit selbstverständlich vielen Tentakeln, wo Augen dran sind, und jedes Tentakelding ist ein Auge. Du kannst das überschreiben, das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Da war aber noch so ein Aber-Luftholer eben. Was? Nö. Ich meine, Neonet ist halt der Matrix-Konzern. Moment, ist es jetzt hier eine Kamera wie Cthulhu-Look, oder ist es eher ein Tentakelmonster wie der Release the Kraken? Eine Spinne wäre ja viel passender, meiner Meinung nach. Cthulhu ist viel cooler, also ist es das andere. Achso, gut. Dann ist es Release the Kraken. Gut, ich mach den Hack aber nicht von meinem Comlink aus. Was keinen Unterschied macht im Wesentlichen. Ich hinterlasse keine Spuren, wenn ich es vom Comlink mache. Ja, aber du hast nur deine Matrix-Fertigkeiten, aber nur für Technomancer. Für richtiges Hacken bräuchtest du die Fähigkeiten nochmal extra. Dann, was du jetzt machst, ist... Und das Programm. Ist, ja, na, das Programm brauchst du nicht, aber du hast ja die intuitiven Fähigkeiten, die lebende Matrix nach deinen Wünschen anzusprechen und zu ändern durch Rituale. Und so ein Hacker, Alter, weißt du, was der macht? Das ist irgendwelche Zahlen in den Computer stanzen und dann cool tun. Was für Spasten. Okay, ich, dann wird gehackt und hinterher wird gleich gedingst. Wenn du deine Matrix-Signaturen löscht, ist es aber eine Angriffshandlung und gibt Alarm, das weißt du. Also deine Technomancer-Signaturen. Den Cleaner möchte ich benutzen, wenn wir rausgehen. Der Cleaner macht aber nicht deine Matrix-Signaturen weg. Der macht meinen OWD niedriger, ne? Overwatch-Score, ja. OBS, also wie auch immer. Gut, dann scheiße, dann hacke ich halt die Kamera. Dankeschön. Ja, dankeschön. Fuck you, bitch. Also nicht du. Natürlich nicht. Ja, ja, schon klar. Arschkind. Ja, stimmt. Okay, die Kamera ist in deiner Hand. Und Moment, ich will aber noch was hören hier. Fluffmäßiges, ne? Tentakelmonster und so. Gott, warte mal. Jetzt brauche ich eine Jeopardy-Musik. Dim, 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 dim. Der Spieler denkt zu lange nach. Das darf nur der SL, denn der ist cool. Na, eigentlich nicht, aber egal. Ja. Okay, pass auf, ich erscheine als Zeus, also als Zeus, mit meinem, wie heißt er denn gleich wieder? Der Dreizack, genau. Meintest du nicht dann eher den anderen, wie heißt er gleich? Poseidon? Ja, genau. Nein, ach so, stimmt, Poseidon hat den Dreizack, genau. Zeus hat den Blitz. Ach ja, dann komme ich auch als Poseidon, genau, viel besser. Und da Poseidon ja der Meister der Meere ist, und der Kraken ein Untier des Poseidon ist, befehle ich dem Kraken, seinen Tentakel unter Poseidons Macht zu stellen. Das war jetzt nicht so toll wie sonst, ich geb's zu. Ja, aber schon ganz okay. Eine Riesenwelle verschlingt den Kraken und er verzieht sich tiefer in die Meere. Und wartet da auf weitere Anweisungen seines Gottes.
Wunderbar, du spürst ein leichtes euphorisches Machtgefühl. Es ist sehr angenehm. Krieg ich gerade einen harten Kitzler? Euphorisches Machtgefühl. Ah ja, kriegst du einen Boner? Nicht sexuelle Erregung. Also ich verbinde es normalerweise auch im Real Life miteinander. Aber das ich hat gesagt. Geht mit dem anderen auch. Trenne mal deinen Charakter von deinem Dingens. Denkst du, Hitler war jedes Mal angetürmt, wenn er seine Macht ausgespielt hat? Ich denke schon. Keine Ahnung, ich habe mich mit meinem Opa nie unterhalten. Scheiße. Oh. Dös Hitler, jetzt auch im Internet. Podcast. Gut. Ja, die von den White Russians haben nichts gegen Hitler. Wir kennen ihn ja nicht, war vielleicht ein netter Mann. Boah, das darf man jetzt wirklich nicht sagen, Alter. Da kommt uns. Wir haben gesagt, wir dürfen über alles Witze machen, ey. Haltet euch mal zurück. Ich leg mich nicht mit der Volksfront von Judäa an. Mit der jüdischen Volksfront, bitteschön. Walter. Kinas, kriegt ihr die Tür auf? Jojo, hallo, bist du noch da? Jojo, hallo. Ha? Was? Wie, wo? Die Tür. Ach so, stimmt. Mach die Tür auf, die Kamera ist aus. Sag mal, findet ihr nicht auch, dass der Typ da vorne irgendwie ziemlich seltsam guckt? Da ist ein Typ. Wo ist ein Typ? Na, da vorne. Dort, wo Jojo hinzeigt, ist ein Typ. Was für ein Typ? Jojo, Konzentration. Was? Da drauf. Was ist oder das für ein Typ? Wieder ruhig stellen. Keine Ahnung. Guckt der zu uns rüber? Ja. Ernsthaft? Ja. Dann sollten wir jetzt nicht die Tür rummachen da. Ist das überhaupt eine... Das ist wahrscheinlich die Haustür, nicht die Wohnungstür. Also ja, das ist natürlich die Haustür, das ist klar. Ach ja, und Steppy, dort wo Jojo hinzeigt, ist kein Typ. Adrenalin, folgende Nebenwirkungen. Weitung der Pupillen, damit schlechteres Sehvermögen. Halluzinationen. Es ist gut, jemanden dabei zu haben, der sich mit sowas auskennt, merke ich gerade. Nee, ich finde das scheiße. Weil ich kenne mich nicht aus. Unser Mate ist klasse. Ja, dann sag jetzt mal was, Steppy. Ja. Mal gucken, ist eine Haustür. Das heißt, wir stellen bei irgendjemandem und gehen rein. Nur mal so, als ich jetzt, wo ja keine Ahnung von dem Ganzen hat, aber einen Fahrstuhl habt ihr aufbekommen und habt hinfahren lassen können, wo wir wollten. Seid einer von euch beiden nicht imstande, diese Scheißtür aufzumachen? Doch, natürlich. Natürlich kann ich diese Scheißtür aufmachen. Was denkst du denn? War ja mal Haken in dir, Mädel. Was? Da, wo nicht glatt ist, kann gerannt werden. Hä? Sie meint, bitte. Ach so. Dann sag dem mal, er soll abhauen. Der ist nicht da. Ich geh mal das hin. Das Adrenalin scheint Nebenwirkung zu haben. Konzentrier dich auf die Tür, ich geh da mal hin und hol mir eine Zigarette von dem, okay? Der Typ ist übrigens weg, Flummi, und er hat sich buchstäblich in Luft aufgelöst. Er ist erst ein bisschen verschwommen erschienen. Spielalter, wenn du möchtest, dass ich den Typen wieder, dass ich die Jojo einfach wieder auf Null lege, ja, dann sag das ruhig. Ich kann doch nichts dafür. Der Typ, also bevor Steppy noch sagt, Halluzination ist eine Nebenwirkung, der Typ verschwimmt leicht und verschwindet dann in Partikeln. Das ist schon sehr merkwürdig. Sowas hast du noch nicht gesehen. Dann sagt Steppy, übrigens, Halluzination ist so eine Nebenwirkung. Ach so? Hä? Jojo, bitte mach die Tür auf, verdammte Scheiße. Bitte mach die Tür auf, verdammt. Jojo, bitte! Ja, ist ja gut. Jojo sucht ein bisschen, findet dann aber doch ein paar Schraubenzieher, die sie glücklicherweise irgendwie in so einer kleinen Tasche dabei hatte. Ich meine, wow, ihr habt euch nur zur Besprechung getroffen, aber sie hat wirklich Werkzeug dabei, ist das nicht einfach toll? Und fängt an, das Mack-Schloss zu manipulieren. Also erst alles aufzuschrauben, dann ein bisschen umzuverdrahten, dann wieder dran zu machen und die Tür macht pfff. Und ja, Türen machen pfff. So, Werkzeug hätte ich jetzt auch, hätten wir auch im Auto. Also ich habe immer Werkzeug im Auto. Mist. Also wie ich meine Mitkids in meinem Auto. Gehen wir jetzt mal rein? Moment. Erstmal auf die Klingeln gucken, was, wo in welchem Stock der ist. Verdammte Scheiße. Guck mal, ich dachte, du wüsstest, in welchem Stock der bist. Weiß auch nicht. Achso. Ich wollte gerade sagen, ja, der wird schon wissen. Ja. Genau, richtig. Hast ja recht. Okay, ich bin total nervös. Verdammte Scheiße. Let's go. Der los, wird außerdem jetzt, nicht Junge, ganz fest die Treppe an seinem Teil haben. Der wird außerdem nicht ganz fest an seiner Klingel haben. Klar steht da ganz, ist das denn sonst? Oder Hoppe vielleicht, hä? Hoppe wird aber vielleicht schon stehen. Nein, aber ich muss mal kurz was nachgucken, bevor ich das sage. Aha. Nee, der Typ heißt nämlich Volkov. Ich gucke von Volkov auf Hoppe.
Okay. Über den Vornamen vielleicht. Ja, wir fünfter gehen Stock. In den fünften Stock. Vielleicht ist sein Vorname ja Hase, dann hatten sie ihn Hoppe genannt. Jojo rennt die Treppen hoch. Sibylle hinterher schleichender Natur. Was heißt rennt, aber sie ist fix. Ach, ja, sie ist voller Energie und so. Vor der Tür stehen zwei ungefähr 1,13, vielleicht 1,17-jährige Mädchen, ziemlich aufgebitscht. Und du hörst schon während, oder ihr hört, während ihr die Treppe hinaufsteigt, ungefähr sowas wie: Oh mein Gott! Und dann hat der Typ gesagt, dass er es total super fände, wenn ich vielleicht mal bald so eine Operation mache. Aber ich finde, oh, mein Busen ist eigentlich super okay so. Und ich finde, für so einen Typ, von so einem Typen muss ich mir gar nichts sagen lassen. Die Mitkombatantin erwidert offenbar mit: Oh mein Gott, du hast total recht. Für solche Typen brauchst du dir überhaupt nichts anlassen. Du bist perfekt. Das Gespräch dreht sich dann um irgendwelche Triwitz-Stars, irgendwelche, weiß ich nicht, haarlose Typen, die super romantisch und zärtlich und sowas offenbar sind. Weil in den Filmen sind sie es ja auch. Und danach um Ponys, Prinzen, die sie auf ihr Schloss entführen und so weiter. Es klingt wie: Jo, die wohnen offen, also die sind gute Freundinnen und sie reden vielleicht lange. Nein. Steppi, dein Auftritt. The fuck? Warum nicht? Ja. Ja. Lass mich 2 Sekunden nachdenken. Nö. Jojo geht zu den Typen, zu den Mädels hin. Ja. Ja, sie würdigen dich eines minimalen Blickes. Kuckuck. Was verständlich ist, sie ist etwa wahrscheinlich zum 3 Köpfe kleiner als die anderen. Nee, die sind... Na, also das, die ist kleiner als die 16-Jährige, die 13-Jährige wird anscheinend noch ein bisschen größer, das geht schon. Wie, wo stehen die denn jetzt eigentlich im Vergleich zu der Tür, wo wir hinwollen? Na, du hast halt das Treppenhaus und da führen dann 3 Türen ab. Eine links, eine rechts, eine geradeaus. Ihr wollt in die geradeaus und sie stehen halt in diesem kleinen Treppenabsatz direkt davor. Julia begrüßt sie mit einem, was war's, hallo oder hi? Ja, sie blicken sich kurz um. Hi. Hi. Sag mal, hier, Daniel, wohnt er hier? Falls du es nicht bemerkt hast, dieses Gebäude hat irgendwie 15 Stockwerke, also ich kenne nicht von jedem hier den Vornamen. Und das so wie du aussiehst, du bist... Bitch, please. Was ich weiß nicht, zu welchem alten Knacker du bist, willst, denn du bist offenbar schon irgendwie 45. Also komm schon, was weiß ich. Also jetzt beleidigst du mich, 50. Such doch einfach in der Matrix. Oder bist du dafür schon zu alt? Ich weiß, dafür bin ich schon irgendwie... zu alt. Kannst du mir helfen? Frag doch einfach deinen besten Freund, den Dinosaurier. Vielleicht zeigt er dir auch, wie man Feuer macht. Also, als er das letzte Mal versucht hat, ist das Gebäude in Flammen aufgegangen. Aber danach konnte ich wenigstens mal wieder mit meiner Mutter telefonieren. Rauchzeichen sind echt was Tolles. Oh mein Gott, du bist ja total durchgeknallt. Kann man nur ja sagen. Komm, Alex. Wir gehen. Mach das nochmal. Das sagt Jojo zu denen. Ich weiß. Was nochmal? Die drehen sich nochmal kurz um. Mach das nochmal, bitte, das war ganz toll. Wow, du bist ultra weird. Ja, sie gehen die Treppen hoch. Und jetzt weiß ich auch, warum wir keinen Schalldämpfer haben. Jojo dreht sich grinsend zu den anderen um. So hätte ich das nicht gemacht, aber es war effektiv. Öfters mal was Neues. Ja, schaut etwas verwirrt. Jojo okay. Macht eine einladende Geste in Richtung der Tür. Gibt's hier eigentlich irgendwo eine Kamera? Egal, sieht sie sowieso nicht. Ist sie eh gerade zu dingsig für. Ja, ich sehe Kameras. Während du dich daran machst, schon mal das Schloss zu knacken, denn es ist irgendwie wichtig, dass man jetzt was zu tun hat. Nein, keine Kameras für die anderen. Gut. Ja, ach so,
Er hat sich aus der Sichtweite seines Comlinks entfernt. Er ist anscheinend, ich habe gesagt, ein Raumboden. Er ist vermutlich gerade auf Klu. Die White Russians laufen unter der Common Creative License. Deswegen sollen wir euch darauf hinweisen, dass wenn ihr gerne unsere Stücke verwenden wollt, dann bitte edit ein Label. Die Marke Shadowrun gehört Tops, der Firma Tops Incorporated. Das heißt, sämtliche Rechte an dem Namen und auch an sämtlichen Namen in Verbindung mit Tops und Shadowrun gehören Tops. Wir haben nichts damit zu tun. Die Anfangs- und Endmusik von den White Russians kommt von Kremlkrauts, genauer Ivan Ivanovich und den Kremlkrauts. Alles zu finden auf Soundcloud, auch unter der Creative Commons License.